Heute fand ich es ein hochinteressantes, ein spannendes, ein Spiel auf einem wirklich sehr, sehr guten Niveau. Beide Mannschaften haben einfach auch klasse Spieler in ihren Reihen, das hat man heute auch gesehen. Und es war genau eigentlich auch, wenn ich das England-Spiel noch dazu nehme, die beiden richtigen Tests für uns. Ich denke, es war gut, dass wir auch jetzt zweimal aus einem Rückstand wieder wirklich auch zurückgekommen sind, vor allen Dingen auch nach dem 0-1 in der Halbzeit, dass wir nicht nervös geworden sind. Die zweite Halbzeit war insgesamt auch sehr, sehr gut. Wir haben nach vorne gespielt, haben mehr eben auch so ein bisschen in die Zwischenräume gefunden und mehr Druck gemacht. Ich denke, mit dem Jahr insgesamt kann man schon auch hochzufrieden sein. War ein sehr erfolgreiches Jahr, Gewinn des Confed Cups, eine super Quali gespielt mit 10 Siegen, ungeschlagen. Also von daher denke ich, kann man wirklich auch zufrieden jetzt in die Weihnachtspause gehen, was die Nationalmannschaft betrifft.